Yay! So, Startup Freak. In dem Spiel geht's darum, dass man sein eigenes Startup-Unternehmen gründet und es irgendwie an die Spitze bringen muss, natürlich. Ist ein Pre-Release, gibt's erst in drei Wochen, glaube ich, bei Steam. Ich hab's zugeschickt bekommen. Wir schauen uns das einfach mal an, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung, wie man das spielt. Ich bin mal gespannt. Music Streaming, Photo Sharing Service oder Analytics Plattform. Photo Sharing Service machen wir mal. Ich will jetzt nicht unbedingt in die Pornobranche gehen, deswegen. Phase. Ups. Fies. Face Melpix. Nennen wir die Firma. Jawohl. Und ich bin die Jagon. Natürlich. Jagun. Gott. Jagom. Alter, Jagon. So. Ja, yeah, wow. Geile Avatare, by the way. So. Wow, das ist die Nase. Okay, Kleidung. Wow. I'll take... Dunkle Klamotte, ja, for the win. What the hell? Schwarz wäre toll. Jawohl, das sieht doch aus, als wäre es passend. So, ich bin Programmierer. Sales and Marketing, Design and Operations. Ah, Development. Okay, wir machen ein Startup-Unternehmen und ich bin gespannt, wie es funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Going viral. Ich denke, wir werden hoffentlich ein Tutorial bekommen. Davon gehe ich jetzt einfach mal stark aus. Dass es so ist. 3 weeks ago, your great uncle Galen passed away after a tragic shoe shopping incident. In his will, he left you some of $50,000, knowing full well that you would what you would do with it. Distraught yet excited about the break you've been given, you quit your day job, register the domain www.facemeltpics.com. Woohoo! And begin working on your dream startup idea. Here is your story. Ja, genau das. Yay. First things first. Let's head over to the backlog and figure out what we would work or should work on. Open backlog. The backlog is where you pick the tasks and features to work on. In the next sprint. Ein Sprint ist eine Woche Arbeit. Okay. Let's begin with designing a new feature. Click the feature button on the left. Das ist ein Feature Button. Okay. Left click to add a technical component. Right click to add a design component. Technik. Design. Two components are enough this early in your venture. Let's add this feature to the next sprint. Add to sprint. Besides the features, there are other tasks we need to focus on. In the backlog, on the left, double-click the infrastructure task to add it to the next sprint. Hover the mouse over the question mark that appears above the task to see what's it for and what it will unlock when it's leveled up. Ah, okay. Infrastructure. Support more users by improving yourself and other infrastructure technology. Next level unlock data centers und virtuellen Server unlocken. Okay, das heißt, das muss in the sprint dazu. We are ready to start the sprint. Click the big play button at the top of the screen to get going. Alles klar. Und das war's. Das heißt, hier hocke ich rum und code rum. Jagon und Facemailpics. Awesome. So, sprint so. Alles klar, das war jetzt eine Woche Arbeit. Tasks and features may take more than one sprint to finish. You can see their progress in little bars at the top of the screen. Da, 40%. Continue to run sprints until the current tasks are completed. Okay. 2 Wochen. Und 3 Wochen. There you go. Awesome. You just built your very first feature. Now look at what else we need to do to complete the minimum viable product. By clicking the arrow key at the bottom of the screen. Das macht Sinn. So, wir brauchen 3 Features und eine Level 1 Infrastruktur. Da arbeiten wir dran. Dann sollten wir vielleicht noch ein paar Features hinzufügen. Wir haben jetzt ein Feature gemacht, ne? Ein neues Feature hinzufügen. Da,
Da geht nichts, okay. Why? Oh, das wollte ich gar nicht. So. Und so. Wie viel Features haben wir da? Das müssten doch jetzt dann 3 sein, richtig? Ah nee, das ist ein Feature, okay. Ah, that's bullshit. Alright, alright, alright. Dann add another feature right there. Und Design Feature. Genau. Add to Sprint. Dann haben wir 3 insgesamt. Okay. Gut. Ja, das auch. Die melancholischen Trichter. So, Sprint 4 completed. Wir haben schon 1 von 3 Features. So, Infrastructure Level 1. Fantastic, you just leveled up your very first backlog item. Now look what else we need to complete the minimum viable product. Also, Infrastructure ist schon drin. Das würde bedeuten, wir können das wieder rausnehmen und können jetzt mehr auf die Feature-Programmierung gehen. Nein, ich will das Feature nicht canceln, ich wollte es nur verschieben, aber okay, gut, dann eben nicht. Und wir programmieren weiter. Oh wow, das dauert aber ganz schön lange. Yeah, yeah. So, 60, Alter. Wir sind schon im Juni 2018 gelandet. Haben wir Bugs? Nee, wir haben noch keine Bugs. Das ist gut. Und das Feature sollte auch gleich fertig sein. Congratulations, you've reached the minimum viable product MVP. Let's start preparing for the launch. Okay, wir wollen also unseren Picture Service jetzt langsam mal launchen. Wir sind in der Pre-Launch-Phase, da steht's auch. Level 1, any sales and marketing. Sales and marketing, ist es das? Outbound Marketing, Inbound Marketing, Social Media, Traditional Media. Ich gehe auf Social Media auf jeden Fall. Dann brauchen wir einen Server. Ja, das müssen wir erstmal erforschen. Gut, dann brauchen wir einen Server. Was haben wir hier? Unsere Mailbox. Ah, Cash Deposit. Deposit. Dear Jagon, my name is Malcolm Kiernan, the executor of your late uncle's will. Per his instructions and despite the immediate family's many attempts to modify the contents of the will, I've deposited $50,000 to your bank account. Ja gut, da haben wir schon ein bisschen was rausgehauen. Bank account. I'm glad the matter is now resolved, because frankly I couldn't take any more of it. Good day to you, Sir Michael McKierman. Kierman. Okay. Okay, das war unsere Inbox. Was haben wir hier? Mitarbeiter. Die Jagon ist der CEO. Your team is the most valuable asset. Hire capable people with good attitudes. And you are well on your way to success. Many different factors can cause your employees to become dissatisfied. There are 3 ways you can deal with an unhappy employee. Increase their salary, add more goodies to the office, or make them or others that may be affecting them redundant. Candidates. Wir haben hier Bewerbung, wir brauchen aber noch keinen. Wir machen erstmal das alleine, bevor wir hier in Shareholdings und Zeug gehen. Okay, hier haben wir Einrichtung. Branding, Face Melt Picks. Ja, okay. Potato Computer, what? Okay, Apple Computer ist Potato Computer. Aha. Okay, die Competitors are charging an average of $30 per month. Da wir billiger sein wollen. Gut, machen wir jetzt noch nicht, müssen wir noch nicht. Aber wenn wir es machen, da wir billiger sein wollen, sollten wir das untergraben. Wir gehen nach Europe. Und ja, wir setzen jetzt noch keinen Server rein. Oder sollten, doch, wir sollten das tun, ne? Server ist 0 von 1, ja. Aber wir müssen erstmal das Marketing raushauen. Das sollten wir jetzt erstmal machen. Sprint 14 completed. Come on, go. So, jetzt haben wir Marketing gelernt. Great, you've gained some experience in marketing. We should start spending some money on marketing activities. Social Media, My Face Ads. Passt ja, weil wegen Face Melt Ads. Und da dann 1000 im Monat. Bam, damit haben wir nämlich jetzt den Pre-Launch rausgehauen. Jetzt brauchen wir einen Server. Das ist die Infrastruktur, Servers. Ninja Server, right there. Okay, Server ist auch am Start. Und Setup Pricing, alles klar. Basic. The basic shit von unserem Produkt kostet
Die haben 30, dann haben wir 25, sind wir nämlich günstiger als unsere Mitbewerber. Und basic shit, apply. So, we are ready to launch a product, let's ship it. Und als nächstes kommt dann ein weiterer Milestone. Level 3 Market Research. 20 Features und more Revenue, alles klar. Gut, das heißt, wir werden jetzt nur noch weiter coden. Market Research is a crucial part of any startup. To understand what features to build for your customers, level up Market Research in your backlog. Okay, where is it? Market Research sieht aus, als wäre es das. Seek Investors, Company PR, Job Advertising, Office and Supplies, Events, Market Research. Boom! Whoa, what? What was that? I don't know. Aber, oh, da ist ein Bug. Den müssen wir auf jeden Fall entfernen. Debuggen und weiteres Feature hinzufügen. So. Und add that feature. Add to Sprint. Wir programmieren und machen alles gleichzeitig. Well done. Your very first user just signed up and may now... many more are sure to follow. Das will ich hoffen. Oh, 20 Benutzer haben wir schon. Nice. Das war echt mal easy going. 39 Users. 50 Users. Gut, wir können noch ein paar Features raushauen. Das hoffe ich zumindest. Add a feature. Right there. That's a feature, bitch. Okay. Add to Sprint. Noch was. Performance. Könnten wir vielleicht noch ein bisschen was raushauen. Was tut es? Performance Feature Speed Up. Neighboring Feature Components. Click to change the direction. Was ist Test? Ja, yeah, was ist Test? Discard. Test. Test reduce the number of bugs in surrounding feature components. Okay. Und Security Features protect surrounding feature components from security attacks. Brauchen wir alles noch nicht, denke ich. Wir coden einfach mal weiter. Okay, Market Report 1. Our best feature has two components, zero upgrades and zero bugs. Customers in our market segment care more about API integration than improved typography. Our customers are really happy with how bug-free our product is. Zero out of four features have known bugs, also keine bugs. Our potential customers care equally about design and technical features. Based on this, zero of our features are too technical, one of our features are too design focused, and three of our features hit the right balance between design and tech. Okay. TV ads will attract a larger number of visitors than conference sponsorship. If we spend more than 160,000, the price of our the price of our basic shit plan 25 is getting close to where it should be, but it's too high. We should consider lowering it a bit. Gut, dann machen wir die Basic Shit einfach günstiger. Kostet die Basic Shit nämlich jetzt nur noch 24. So sieht's aus. Lie. Wir haben eine neue Mail. Das ist der Research Report, okay. What? Oh, der Server ist ausgelastet. Wir brauchen einen weiteren Server. I see. To add that one server, need to research a single data center load balancing. Single data center load balancing. Müssen wir dann erstmal researchen. Sonst, wir sind mit 60 Usern überlastet. Ich fasse es nicht. Ob das realistisch ist, einmal so dahingestellt. Infrastructure, ne? There you go. Und, weil es so schön war, das auch nochmal. Und wir targeten dann mal weiter da oben. Und up geht's. Dann können wir jetzt sogar mehr Features noch einbauen. How cool is that? Go. Welcome back, A-Beats. Level 2 Infrastructure, so. Topology. Load balanced. Requires Infrastructure Level 3. Okay, dann müssen wir nochmal Infrastructure reinhauen. Ah, es läuft eh weiter. Good. Great.